Riesenfreude bei den Hockeydamen von Blau-Weiß. Lange haben sie auf den ersten Heimsieg warten müssen, aber es hat sich gelohnt. Also das war wirklich quasi die drei Punkte, die wir jetzt holen mussten. Sie siegten gegen den Bietigheimer HTC mit 1:0 und konnten somit in der Tabelle der zweiten Bundesliga vom 8. auf den 7. Rang klettern. Mathilde Hornung erzielte den Siegtreffer in der 14. Minute der Partie. Trotz des Regens viele Fans da, das hat auch Spaß gemacht, dann nochmal den Support zu haben, den hatten wir in den letzten Wochen nicht. Trotz des Wetters legten die Berlinerinnen ein klasse Match gegen die favorisierten Bietigheimerinnen hin, welches sehr ausgeglichen war. Es war ein dreckiges Spiel, aber es hat Spaß gemacht und wir haben da die Punkte bis zum Ende dann noch durch uns erarbeitet. Ganz anders allerdings bei den männlichen Kollegen, die ebenfalls in der zweiten Bundesliga aktiv sind. Denn die warten immer noch auf einen Heimsieg. In einer hart umkämpften Partie gegen die TG Frankenthal zogen die Gastgeber von Blau-Weiß beim Endstand von 3:4 den Kürzeren. Wirklich eine herbe Enttäuschung, dass wir halt, sage ich mal, wirklich gut eigentlich von Anfang an da waren, dass wir da sauber gearbeitet haben. Das Team war motiviert, das Team hat sich positiv gepusht und dann haben wir es halt leider, es ist uns leider entglitten. Cedric Nagel erzielte gleich 2 Tore für die Berliner und somit die frühe Führung. Doch je länger das Spiel lief, desto aufgeweckter wurden auch die Gäste. Kurz vor der Halbzeit dann der Anschlusstreffer und der Beginn einer Aufholjagd. Gidolin Löschen und Johannes Ganz trafen gleich noch 3-mal. 2 Sekunden vor Schlusspfiff fiel dann das letzte Tor für die Berliner, erzielt durch Marc Kopper, doch da war es schon zu spät. Die Hockeyherren verweilen weiterhin auf dem 9. und somit vorletzten Platz der Tabelle. Frankenthal hat den Schwung super mitgenommen aus der Schlussecke quasi. Da haben wir uns dann, ja, sag ich mal, ein bisschen in so einen Trott reingespielt. Doch das bedeutet nicht, dass man den Kopf hängen lassen muss. Die nächsten Heimspiele lassen nicht lange auf sich warten. Und auch wenn es nicht immer knapp mag, hat der heutige Tag doch gezeigt, dass sich für manche Dinge das Warten lohnt.